So, da sind wir wieder bei Tomb Raider Legend. Ich habe hier schon mal das Tor weggesprengt. Und jetzt müssen wir versuchen, hier zu entkommen. War ja natürlich wieder klar, ne? Tod durch Blödheit ist besonders schmerzhaft. Ich hatte nämlich schon mal hier eine Aufnahme gemacht, die habe ich dann weggeschmissen, weil es hat einfach nichts gebracht. Ich bin so oft gestorben. Tja, jetzt wissen wir, wie Arthas König wurde. Die Steuerung ist aber auch für den Müll. Bin ich ganz ehrlich, die Steuerung ist für den Müll. Tod durch Blödheit ist besonders schmerzhaft. So. Tja, jetzt wissen wir, wie Arthas König wurde. Jo. Ja, meine Güte! Ach so. Ich habe letztes Mal versucht, immer zur Seite zu springen. Aber ich glaube, wir müssen einfach nach vorne. Ah. Tod durch Blödheit ist besonders schmerzhaft. Oh, okay. Dann versuchen wir das mal. Tja, jetzt wissen wir, wie Ares König wurde. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh nein, ich bin weg. Tod durch Blödheit ist besonders schmerzhaft. Jetzt wissen wir, wie Arthas König wurde. Ja. Komm. Hoch mit dir. Willst du dich noch umsehen, Lara, oder bist du fertig? Wir fliegen nach Bolivien zurück. Dann sehen wir weiter. Okay. Zwischensequenz und Miljocafé, bla bla bla. Nepal ist eine Reise wert. Okay. Kann ich... Okay, ich muss erstmal warten. Jetzt kann ich speichern. Dann speichern wir mal kurz. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Kurze Info. Mir ist wohl da irgendwie bei der Aufnahme ein Fehler unterlaufen. Der Game Sound ist nicht zu hören. Die Videosequenzen werde ich separat dazu schneiden. Aber... Also ihr werdet wahrscheinlich nur einen Part des Endkampfs sehen, weil der sich auch relativ lang hingezogen hat. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Und viel Spaß noch. Dafür brauche ich einen klaren Kopf, Leute. Also bitte lenkt mich nicht ab. Viel Glück. Jeder, der sich zwischen mich und den Stein stellt, stirbt. Halt! Ich will nicht, dass etwas Schlimmes passiert. Also komm lieber nicht näher. Töte sie! Okay. Da machen wir mal jetzt ein bisschen Excalibur-Action. James! Amanda! Wir, oh Gott, sehen uns! James! Es tut mir leid, Amanda. Wirklich. Was tust du? Geh sofort da weg! Deshalb bin ich hier. Das brauchst du nicht. Wir können es beide tun. Es funktioniert nur einmal. Und ich werde es tun. Tschüss. Alter, man hat gar nicht die Möglichkeit, sich zu entfernen. Nein, warum gehst du noch weiter? Was ist mit dir? Nein, nein. Oh, gut. Die Schuld gegeben. Dabei warst du es. Du hast sie getötet. Getötet? Sie ist nicht tot. Sie ging dorthin, wohin ich gehen sollte, wo du sein könntest. Bring jetzt endlich Licht in die Sache, oder ich töte dich hier auf der Stelle. Du sollst das Schwert rausziehen, hab ich gesagt. Wo ist meine Mutter? In Avalon. Es ist kein Mythos. Verstehst du das nicht? Du wirst es nie verstehen. Ich verschwende nur meine Zeit. Jede Sekunde, die du jetzt noch lebst, ist ein Geschenk von mir. All die Jahre dachte mein Vater, meine Mutter wäre am Leben. Ihn hat es angetrieben. Ich habe ihn deswegen bemitleidet. Alles da? Geh sofort ins British Museum. Ruf mich an, wenn du dort bist. Nimm dir was zum Umziehen mit. Du wirst länger bleiben. Okay, bin schon weg. Sid, ruf Professor Eddington im Cavendish Labor an. Arrangier ein Treffen. Ist gut. Was soll ich ihm sagen? Sag ihm, mein Vater hatte mit allem recht. Und dass wir vielleicht immer noch etwas tun können. nachgemacht. Oh, Dankeschön. Das war... Was ist das für eine coole Musik? Das war Tomb Raider Legend. Ich war schon an der Weatherby sagen, aber das stimmt ja gar nicht. Ja. Mir hat es sehr gefallen. Ich hoffe euch auch. Und es kommt noch ein paar Folgen oder vielleicht eine oder so. Extras und Croft Mana. Oder, ja. Und danach gibt es natürlich noch einen Nachfolger. Und bis dahin sehen wir uns vielleicht noch. Good on me, shall have for us.